Ja, zum Glück ist der Krankenwagen da. Hallo zusammen zu diesem neuen Video mit dem Format Was wäre, wenn die Formel 1 auf dieser Rennstrecke hier fahren würde. Und heute sind wir bei der Königsdisziplin angekommen, der Nürburgring Nordschleife. Und es gab ja schon einige Videos, wo wir auch mit Formel 1 Wagen hier diese Strecke erkunden. Allerdings gab es noch kein richtiges Rennen, wo wir wirklich mal mit einem vollen Fahrerfeld an den Start gehen. Boah, es ist natürlich so gefährlich hier mit einem Formel 1 Auto hier nebendran zu fahren. Und dementsprechend machen wir das heute mal mit Sebastian Vettels Aston Martin in einem vollen Fahrerfeld von 2021 und gehen einfach mal in ein Rennen rein und schauen mal, ob die KI hier klarkommt, ob es hier halbwegs gutes Racing gibt oder ob das ein Todeskommando wird auf dieser Strecke. Wir gehen rein ins Video. Let's go. Und da stehen wir am Start von ganz hinten. Geht's mal wieder rein in dieses Sprintrennen, muss man es eigentlich nennen, denn wir haben ganz genau eine Runde hier zu überleben auf der Nordschleife mit einem vollen Fahrerfeld. Wird das mehr als genug sein? Denn ich tippe einfach mal, bei diesen Geschwindigkeiten, bei so einer engen Strecke im vollen Fahrerfeld wird es, denke ich mal, fast unmöglich, dass hier ansatzweise nur 10 Autos ins Ziel kommen. Ich denke einfach mal, dass 3 oder 4 Autos es ins Ziel schaffen werden. Hoffen wir, dass wir dabei sind bei den Jungs, die es hier durchschaffen. Und wir gehen einfach mal rein in die grüne Hölle. Die maximale Challenge. Krasser kann es eigentlich fast nicht werden in einem Rennen. Wir starten gleich rein. Ampeln gehen aus. Let's go. Wir folgen mal wieder den beiden Haas ins Rennen. Und sind erstmal so ein bisschen vorsichtig wieder die ersten paar Kurven. Bis sich das Feld ein bisschen sortiert hat. Hatzenbach geht runter den Berg. Und wir gehen direkt mal neben Mick Schumacher. Und schauen, dass wir irgendwie vorbeikommen. Jawohl, direkt schon an Mick vorbei. Da haben sie hart ab. KI ist schon mal recht schnell unterwegs. Die ersten Kurven. Echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu arg auffahren. Um uns gut zu positionieren für die nächste Gerade hier runter. So, jetzt gehen wir auf Top Speed. Und schauen, dass wir irgendwie vielleicht sogar an Mazepin direkt vorbeikommen. Wir gehen innen rein. Und es hat funktioniert. Maximal am Limit. Lance Stroll, gehen wir nach links. Gegen Kimi Räikkönen nochmal nach links. Jawohl, wir haben richtig Überschuss. Wow. Da haben wir kurz mal Latifi weggeschickt. Kurz rausgeschickt. Das war ein bisschen aggressiv. Bisschen arg aggressiv. Hat er richtig die Kontrolle verloren. Wahrscheinlich wird Latifi jetzt gleich retiren. Aber wir sind schon mal 15. Wir haben wieder gelb. Wir bremsen hart runter. Und der nächste dreht sich. Ocon! Ocon hat sich. Hat uns richtig abgeschossen. Und wir haben ein zerstörtes Auto. Wir können nicht mehr weiterfahren. Das ging schneller als gedacht, dass wir hier das Auto abstellen müssen. Ja, das war's, Leute. Erster Versuch. Direkt schon mal gescheitert. Ich würde sagen, stellen das Auto ab und starten kurz neu und versuchen es nochmal. Es hat sich alles bewahrheitet, was ich befürchtet habe in diesem Rennen. Wir versuchen es einfach nochmal und halten uns so ein bisschen zurück. Versuchen nicht zu viel Risiko zu gehen, auch nicht auf den langen Geraden. Wahrscheinlich können wir die allerletzte Gerade, die Döttinger Höhe, vielleicht ein bisschen nutzen, um vielleicht auch ein bisschen ERS zu sparen bis dahin. So, wir haben schon wieder gelb. Wir haben schon wieder gelb und riesen Massencrash. Da geht's durch. Jawohl. Und Bottas können wir vielleicht auch gleich noch schnappen. Nein. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? What? Nein. Oh, er lässt keinen Platz. Er lässt einfach keinen Platz. Und wir sind wieder weg. Ja, zum Glück ist der Krankenwagen da. Und die Batterie ist schon wieder leer, so wie es aussieht. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Nein. Oh, Tsunoda dreht sich fast weg. Können wir hier innen durchgehen? Nee, das riskieren wir nicht. Oh, Tsunoda dreht sich weg. Tsunoda weg. Ah, zu früh auf dem Gas gewesen wahrscheinlich. Raikönnen, das ist der Profi. Raikönnen einfach 10. Raikönnen hat es richtig drauf. So, Grünchen, weiter geht's. Wir sind richtig weit gekommen. Oh nein, 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 nein. Aber wir müssen doch einfach nur die Runde zu Ende fahren. Nein. Also ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, wie viele Versuche es waren. Es waren deutlich über 30. Deutlich. Wir müssen vielleicht irgendwie eine andere Strategie nehmen. Irgendeine andere Strategie fahren, um hier irgendwie zu überleben. Es ist einfach, es geht nur darum, ins Ziel zu kommen. Es geht um nichts anderes. Denn an irgendeiner Stelle blockiert wieder irgendein Auto die komplette Strecke und alle anderen rasseln hinten rein. Es ist wie so ein Endlevel, so ein Boss-Level, wo du einfach nur schaffen musst, egal wie. Egal wie, einfach nur durch. Es ist einfach ständig die Situation, dass sich irgendjemand hier wegcrasht, dann die komplette Strecke blockiert und dann hast du keine Chance mehr vorbeizufahren. Wir fahren einfach jetzt weiter. Auch wenn wir jetzt keinen Frontflügel mehr haben, fahren wir jetzt weiter. Ist mir jetzt komplett egal. Wir werden dieses Rennen irgendwie beenden. Auch wenn wir es hinter Mazepin beenden. Wir fahren jetzt zu aufs Karussell. Wir werden irgendwie durchkommen. Wir müssen nur gucken, dass die Achsen und die Radaufhängungen ganz bleiben. So, Alonso ist retired. Wir sind aber auf jeden Fall schon mal 11. Wollen wir hier durch das Chaos hier durch mussten kurz. Wir werden es hier durchschaffen. Es wird hier nicht passieren, dass wir das hier nicht durchschaffen. Mazepin vor uns zu haben, ist natürlich auch irgendwie nicht gerade so toll. Aus der Sicht von Sebastian Vettel. Aber auch den schnappen wir uns noch, denn der dreht sich jetzt gleich weg. Jawohl. Weg ist er. Wir sind 10. Weiter geht's. Wir haben ein bisschen Rückstand jetzt leider natürlich. Aber ohne Frontflügel, beziehungsweise mit einem sehr stark beschädigten Frontflügel, geht's immer noch relativ gut. Versuchen einfach vorsichtig jetzt hier die Kurven zu nehmen. Wir werden hier nicht unter den Top 3 ins Ziel kommen. Außer es hauen sich noch ein paar weg hier vorne. Wir werden das Ding einfach über die Ziellinie retten. Come on. Gehen nochmal auf Top Speed. Runter geht's. Rechts, links, rechts. Und wir sind fast durch. Wir haben es schon fast geschafft. Wir müssen einfach nur ins Ziel kommen. Oh mein Gott. Nochmal. Ja, wir haben halt auch richtig beschädigten Heckflügel jetzt. Frontflügel ist auch richtig kaputt einfach. Aber wir werden es schaffen. Wenn jetzt nicht der Sprit ausgeht. Mazepin auch retired. Es ist einfach unfahrbar. Es ist unfahrbar, Leute. Und jetzt kommt nochmal ein Alpha angeschossen. Wir gehen nochmal auf die letzte Gerade. Döttinger Höhe. Wir machen das DRS auf. Flügel ist auf. Wir gehen auf Overtake. Wir werden nochmal überholt. Wir gehen rein in Windschatten. Wir haben jetzt wahrscheinlich keine Power mehr, um das zu verteidigen. Wir werden durchgereicht. 12. Platz gegen Ocon. Gehen wir nochmal rein in Windschatten. Es wird aber nicht mehr reichen, oder? Aber wir sind durch. Wenn wir es jetzt hier durchschaffen, dann haben wir das Level hier durch. Oh Gott, was ist gerade passiert? Letzte Kurve. Letzte Kurve, Leute. Wir werden 10. Komm, einen Punkt in diesem Sprintrennen. Yes! Halleluja. Wir sind durchgekommen. Wir sind durch. Wir schauen nochmal auf die Endtabelle. Es haben tatsächlich doch einige hier durchgeschafft. Aber vom letzten Startplatz zu starten ist einfach die ultimative Challenge. Einfach nichts zu crashen auf dem Weg nach vorne. 14 an der Zahl im Ziel. Jo, und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abo auf meinem Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin echt platt nach einigen Versuchen, aber wir haben es geschafft, eine Runde zu fahren. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.